Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme Don't Starve. Hallöchen. Ja, Steffi sitzt immer noch zwangsweise so ein bisschen neben mir. Was heißt zwangsweise, aber sie wollte sich dann doch nochmal eine Folge dazusetzen. Ja. Bist ja leider raus aus dem Battle. Wir haben auch noch eben was anzukündigen, und zwar auf dem Upload-Plan haben wir jetzt auch eingetragen, wie der Spielstand immer ist. Und falls noch andere Spiele kommen, wo wir uns battlen, werden wir das dann unten, haben wir so einen Gesamtpunktestand eingetragen, werden wir das dann da immer wieder mal ergänzen und eintragen. Momentan ist es halt nur Don't Starve, aber vielleicht finden wir da noch irgendwelche anderen Spiele, wo man gegeneinander zocken kann. Und dann tragen wir das auf jeden Fall nach. Ja, Tag 12 und 13 kommen jetzt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was hier abging. Loxiot, was wollte ich denn gemacht haben? Ja, Carsten, habt ihr inzwischen ja auch gesehen, wie die Schweine abgegangen sind. Ja, ich habe mir mal die Aufnahmen angeguckt. Ich kontrolliere erstmal die Fallen. Und das war echt übel. Da macht man nichts, ne? Aber ich glaube, das nächste Mal werde ich diese Troller dann nehmen. Ja, das nächste Mal spiele ich dann auch den neuen Charakter, ich meine. Dazu schaltet man die ja frei, ne? Dass man die dann auch mal ein bisschen zocken kann. Ja. Wir haben auch schon gesagt, wir haben schon so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall noch in den neuen Updates hoffentlich finden werden. Nämlich, Steffi hatte ja so eine neue Waffe gefunden. So eine Tentakelhacke oder sowas ähnliches mit so Stacheln dran. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass auch bald ein Patch kommt, wo man dann zum Beispiel angezeigt bekommt, wie viel Schaden so einzelne Waffen machen. Ja. Oder wie viel Rüstung einzelne Klamotten geben oder sowas. Und da sind wir natürlich noch gespannt, ob sowas noch reinkommt. Genau, ich war dabei, Zweige, glaube ich, zu farmen, ne? Weil ich keine Zweige habe. Ja, diese, ja. Ja. Holz habe ich auch nicht mehr so viel. Gehe ich noch dabei ein bisschen Holz hacken. Ja, auf jeden Fall wäre das zum Beispiel etwas, was wir noch gefunden hätten. Jetzt kommen erstmal die Viecher wieder. Was man noch patchen könnte. Ja. Sind wir natürlich auch gespannt, ob da sowas in der Art dann reinkommt. So, ein bisschen Holz choppen. Zack, zack. Direkt neu pflanzen, brauche ich eh nicht den Kack. Was auch cool wäre, wäre so eine Art Brücke, ne? Ja, genau, dass man so Brücken bauen kann, um von der einen Insel zur anderen vielleicht rüber zu bauen. Das kann man ja irgendwie so abschnittweise machen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Dass man immer so einen kleinen Abschnitt bauen kann für so und so viele Ressourcen. Und dann immer Stück für Stück die Brücke erweitert. Ja. Das fänden wir auch ziemlich cool. Oder ein Boot oder sowas. Und dann so Seeungeheuer oder sowas dann auf dem Wasser legen. Oder Haie oder so, irgendwelche Gefahren, die dann da auch noch passieren können. Und dann könnte man ja auch kleinere Inseln nehmen, dass man dann eben so das erste Ziel hat, so ein Boot zu bauen, um von der Insel runterzukommen oder irgendwie so. Das finden wir zum Beispiel noch geil. Ne? Hatten wir ja gestern drüber gesprochen gehabt, glaube ich. Das wären natürlich so Sachen, die irgendwie schon ziemlich lustig wären. Ich glaube, du musst mal was essen. Ja, mache ich jetzt gleich. Wie ist denn jetzt? So war, glaube ich, die Ansicht, ne? Ja. Sonst verlaufe ich mich gleich. So. Mal einen neuen Wald hier hinpflanzen. Schwupp, schwupp. So, essen. Was könnte ich denn essen? Hast du keine Möhrchen mit oder so? Ne, Möhren jetzt direkt nicht, aber ich brauche sowieso noch ein bisschen Leben. Kann ich auch ein bisschen Fleisch essen. Ich mal da raus. Warst du noch gar nicht. Oh, hier sind. Was ist denn hier? Auch noch mehr Büffel. Huch. Der hat sich auch gerade erschrocken, wa? Mhm. Hier ist noch irgendwo. So. Hier hoch, da oben ist auch noch einer. Guck mal, da ist ein Goldklumpen. Wo? Links war der eine. Links? Okay, wir merken. Ich hole noch hier eben die Zweige raus. Ja, vier Augen sehen manchmal mehr als zwei. Wobei ich ja schon vier Auge bin. Goldklumpen hast du gesagt. Da. Das? Ja. Das ist doch so ein Steinbrocken. Stein. Das sah
so schön golden aus, deswegen so, bin ich jetzt gerade auf Goldklumpen gekommen. Nee, das ist einfach nur ein Stein. Oh. So, vier Dinger kann ich noch mitnehmen, jetzt noch drei. Da oben ist Sumpf, da bleibe ich mal weg. Links waren auch noch. Hier? Ja. Ah ja. Und da ist noch einer und dann bin ich voll. Oh, Schweine. Oh, halt dich von den Fähren. Da ist auch so ein Schweinekönig. Mhm. You not pick. Ja. Bei denen hatte ich mich sicher gefühlt. Liebe Leute. Ja. Fataler Fehler. Naja, du warst ja eine lange Zeit sicher, ne? Ja, bis Vollmond irgendwie kam. Ich frage mich schon, was kann man denn mit den Schweinen denn so machen? Die geben dir auch Scheiße. Okay, ja, dann bleibe ich aber lieber bei den Büffeln, weil da weiß ich, dass sie mir nichts tun. Der ist eingesperrt, kann das? Kannst du ihn nicht wegschoppen? Ach, pff. Ach, Scheiße. Nö. So, da liegt auch noch ein bisschen Kacke. Und dann machen wir hier ein schönes Feuerchen. So. Was hatte ich denn hier in die Truhen reingepackt? Genau, ein bisschen Fleisch. Das können wir auch mal eben braten. Was haben wir hier drin? Mais. Kann ich auch kochen? Hm? Popcorn! Popcorn! Geil! Auch schön gezuckert. Keine Ahnung, gibt's hier denn Zucker? Ich weiß es nicht. So, die Plantage machen wir mal nach hier hinten weiter. Ja. Das waren die ersten 10, ich habe ja nochmal 10. Jetzt wollte ich aber mal. Was habe ich denn? Hab ich denn. Wie viel gibt denn eigentlich Kacke? 3. Gut. 3 ist jetzt nicht viel, ne? Nee. Da haben wir noch mehr Kacke. Wie viel Stapel? 20, okay. Dann habe ich auch noch einen Stapel Holz drin. Das ist ja schon mal gut. Zweige habe ich jetzt auch ganz viele. Dann tun wir da noch hier so Popcorn und diese Bienen. Hier habe ich auch Möhren, aber die halte ich, weil damit wollte ich ja die Hasen fangen. Beziehungsweise dann nehme ich die gleich mit. Und... Deine Beeren kannst du noch gucken. Nee, die möchte ich nicht gucken. So. So, ein bisschen auffüllen. Dann habe ich hier eine Locksuit. Nehme ich die auch noch. Die setze ich ja gleich. Baue ich mir noch eine Spitzhacke. Bugnet. Flop. Zack. Und eine Torch für den Fall, dass man mal in der Nacht nicht nach Hause kommt. Das ist schon wieder ein Tag rum, ey. Das geht ja echt immer verflixt schnell, ne? Tja. Was hast du denn da noch neben deinem Noxjut und deinem Möhrchen? Das sind diese Saplings, die ich setzen kann hier. Ah. Die habe ich ja rausgerupft gerade. Mhm. Als nächstes wollte ich... Willst du die wirklich mitnehmen? Was denn? Die Saplings, die setze ich jetzt. Oder was meintest du? Mhm. Ich baue mir hier gerade meine Sapling-Plantage auf. So, das sollte jetzt reichen. In der Hoffnung, dass die dann halt immer schön nachwachsen und so, weißt du? Hier haben wir noch gerade... Ah, scheiße. Na, egal. Nehmen wir mal das Gras ab. So, den Rest mache ich in der Nacht. Jetzt gehe ich erstmal zu den Fallen. Sonst vertrödel ich wieder den Tag. Ja, es geht schnell, ne? Dass man so einen Tag wegtrödelt. Gib mir meine Dinger da. So, da kommen Möhrchen. Ach, verdammt.
Da kommt auch ein Möhrchen drunter. So. Jetzt mal die Falle mal dahin. Jetzt wollte ich mal so ein bisschen erkunden gehen. Was ich denn noch so finde. Ich glaube, hier hinten ist nur noch Wasser. Savanne und Wasser. Weil so langsam möchte ich auch wissen, wo ist meine Insel, wo endet sie, was habe ich für Ressourcen. Mhm. Weil ich so eine Rieseninsel habe, ne? So, hier habe ich einen Eiervorrat und hier ist eine große Insel. Die geht wahrscheinlich so. Dann gehen wir der mal gerade entlang. Weil es schadet ja nicht zu wissen, was man hat, ne? Das ist wohl wahr. Verdammt. Da war ich zu langsam. Ah, den kriege ich. Patsch. Was haben wir hier? Überall Wasser. Ich höre hier irgendwie einen Wasserfall, kann das? Mhm. Ob es das hier überhaupt gibt? Ein Wasserfall? Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Was haben wir hier im Landesinnere? Hier ist überall nur Gras und Kaninchen. Und Büffel. Ich frage mich, woran ich jetzt sterben soll. Also das Einzige, woran ich sterben kann, ist halt unvorsichtig sein, ne? Momentan. Oder irgendwas, was unerwartet passiert. Ich weiß ja nicht, ich war ja Tag 13, bin ich ja beim letzten Mal gestorben, ne? Mhm. Da war ja dann aus, die Maus. Da hast du ja dann das Rennen gewonnen und du hast 16 Tage da, glaube ich, überlebt. 16 gehabt, Tage, ne? Habe ich überlebt und dann bin ich in den Scheiß umgegangen. Stimmt. Oh, guck mal, hier ist so ein Spinnending. Na komm, stirb! So. Die Sachen kommen alle schön ins Backpack. Und ich futter mir jetzt die Samen hier. Stirb! Ja, man braucht nicht immer fallen, das ist das Schöne. Ich habe noch nie in dem Spiel einen Hasen getötet. Nee? Nein. Ja, du bist sowieso viel zu tierlieb. Nee, den Schwein gegenüber nicht mehr. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man mal so einen Büffel legt. Ich weiß aber auch nicht, wie stark die sind. Weil das sind halt so nette Tiere, weißt du? Mhm. Weiß ich nicht. Oh, was liegt denn da? Gold? Hier ist aber ein dichter Nebel. Guck mal, da ist noch mehr. Ja. Aber hier ist auch ein Grab. Was ist das denn? Mismatched Buttons. Abgefallene Knöpfe. Achso, ich habe keine Schaufel mehr. Desiccated Tentacle. Eine abgetrennte Tentakel. Okay. Traue ich mich? Ja, komm. Noch mehr Knöpfe. Die kommen schön in meine Alchemie-Maschine. Oh, ich bin voll der Grabräuber, ey. Ich traue mich nicht weiterzumachen. Und hier ist so ein dichter Nebel. Und es... Oh! Oh! Renn weg, renn weg. Attack? Das ist so ein Ding, was ich auch hatte. Leute, ich kann ihn nicht angreifen mehr. Der verschwindet hinterher. Okay, dann nehme ich mir das Gold. Das ist nämlich so ein Gespenst, was bei mir auch rauskam. Okay, das ist eine Karotte. Ess ich mal.
Also ich hatte mich nicht getraut, gegen den zu kämpfen. Ja, das Lustige ist, ich konnte den ja mal kurz angreifen und dann auf einmal nicht mehr. Aber hier ist es so mega neblig. Das ist auch ziemlich cool, ne? So bei so einem Grab, so Nebel. Es passt so. Oder? Mhm. Eine Blume futtern. Boah, es wird dunkel. Hab ich doch gesagt. Oh. Gut, dass ich eine Fackel dabei habe. Habe ich gar nicht mitbekommen jetzt, dass es dämmert und dunkel wird. Durch den Nebel hast du es ja gar nicht mehr gesehen, ne? Ja, doch, hast du schon mitbekommen. Das Licht wurde anders. Okay. Habe ich nicht mitbekommen. So. Solltest du eine Fackel mal ablenken? Ach ne, die lasse ich jetzt verbrennen. Habe ich kein Holz? Ne, ich habe kein Holz. So, die Knöpfe, die mache ich mal weg. Boah, 80 Punkte. Tentakel. Birdcatch. A happy home for your avian friends. Was ist das? Papyrus? Papyrus kriegst du aus dem Sumpf. Okay, und was ist das? Pickhouse, guck mal. Du kannst sogar Pickhouse bauen. Ja, mich nicht. Shelter spawn pick. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die nett zu lassen. Sleep Dart, Firebird. Was ist hier? Amulett. Panflöte. Meat Effigy. I can resurrect myself. I can resurrect myself? Warte mal. Ich weiß, glaube ich, woher ich das Fleisch kriege. Das mache ich. I can resurrect myself. Das heißt doch, ich kann mich wiederbeleben. Oh, schon Tag? Mhm. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt nicht 3 Tage in eine Folge packen. Was meinst du? Ja, ne, ist glaube ich besser. Also wir machen jetzt immer 3 Tage in eine Folge. Jetzt kommen die Tentakel, kann auch weg. So. Was ist das? Beard Hair? Ich habe ja schon einen Bart. Da muss ich noch ein bisschen mehr wachsen lassen. Bretter. Und das ist ganz normales Fleisch. Ich glaube, ich weiß, wo ich das Fleisch herkriege. Dann packe ich das mal weg. Das kommt dahin. Oh, das Gold ist bei dir unten drin. Ah ja. Wo war das hier, ne? Ja. Gut. I can resurrect myself. Das machen wir mal. Da. Okay. Dann wollen wir doch mal kämpfen. Na, wo seid ihr, Scheißer? Da ist doch wer. Hallo, ich klau dein Ei. Uah, uah, Ring 2. Boah, ja komm, komm. So. Meat. Komm her. Komm her. Du hast kaum noch Leben, ne? Ja, ja. Komm her. Trau dich. So. Jetzt kommt da hin. Da unten sind die Spinnen. Die sind immer noch Level 2.
Wenn ich das richtig sehe. Ja, sollte es vielleicht ein bisschen Leben tanken. Naja, ich muss nur gucken, dass die nicht schon Level 3 werden, weißt du? So, das ist auf jeden Fall das Miet, was ich brauche. Dann brauche ich noch meine Barthaare. Da brauche ich mir dann gleich direkt mal einen Rasierer. Fuck, es sind nur 3. Verdammt. Da ist ein Ei. Das Dumme ist, dass man die nicht stacken kann. Brauche ich die Eier denn? Ich gehe jetzt mal gerade an meine Science Machine. Das wird jetzt ein bisschen nur... Ich will mal gucken, was man so alles machen kann, weil... Es bringt ja nichts, jetzt die ganze Zeit zu sammeln und nicht zu wissen, was man damit alles anfangen kann. Deswegen will ich jetzt einfach mal schauen. Zweige sind auch nachgewachsen. Ich glaube, ich bin gerade richtig gut dran. Was liegt da? Mais. Eine Möhre. Und noch eine Möhre. Okay. So, jetzt machen wir mal gerade das Feuerchen an. Wo hab ich hier mein Holz? Hast du abgelagert? Was? In der Truhe. Choppen wir mal eben den Tree weg und dann, den Tree, den Baum. Meinte ich natürlich. So. Jetzt kann ich auch die anderen Sachen aufheben. So. Und jetzt... Gucken wir mal eben. Achso, die Eier können wir braten, damit wir die stacken können. Ich glaube, ich esse mal da eins. Wie viel Leben geben die? 29? 25 Stück, dann esse ich die direkt mal. So, was können wir denn alles machen? Also wir haben hier dieses Meat Effigy. Hier können wir Hüte bauen. Da haben wir ja diesen Straw Hat. Protection against angry bees. Dress your... There must be some magic in it. Top hat. Light up the night with your noggin. Moment mal. Das will ich mal angucken. Dazu brauche ich ein Gold und ich brauche diese Bienen hier. Und ich brauche den Strohhut. Jetzt will ich mal gerade was austesten. Da fühlt er jetzt immer. Coole Geschichte, wa? Nee, der hat Prozente. Kann ich den denn aufladen? Ne. Okay. Ist natürlich dann doof, ne? Es wäre natürlich geil, wenn er immer leuchten würde. Na gut, aber dann habe ich jetzt so einen Hut, womit ich mir in der Nacht dann mal so ein bisschen Licht machen kann, brauche ich mir nicht mal eine Fackel bauen. So, das Gold packen wir da wieder rein und die Dinger da. So, was haben wir denn noch? Hier kann man diese Dinger bauen. Da brauche ich Papyrus. Dann gehe ich, glaube ich, mal beim nächsten Mal auf Papyrusjagd. Ich will das mal machen. Das hast du gesagt, war im Sumpf, ne? Mhm. Das sieht aus wie Gras auch. Okay. Was du ganz normal abbaust, ne? Das ist halt Papyrus. Crockpot. Ein Kochtopf. Turbo Farm Plot. Kochtopf. Kohle brauchst du dafür. Kohle. Mal gucken, wie ich an Kohle komme.
Ja, Pumpkin Lantern habe ich ja beim letzten Mal kaputt gemacht. Und hier kann man sich dann die besseren Waffen, also Werkzeuge machen hier. Von den Chopdown Trees with Style. Okay. Ich will jetzt als nächstes mache ich dann dieses Birdcage. Und dann. Oh, ich glaube, das war ein bisschen zu übertrieben, wenn jetzt die Nacht schon vorbei ist. Naja, gut. Also als nächstes gehen wir dann in den Sumpf und holen uns dann mal ein bisschen Papyrus. Beziehungsweise diese Grasdinger, um dann Papyrus zu machen. Dann will ich nämlich mal so einen Vogelkäfig machen. Bin ich mal gespannt, was dann passiert. Oder? Ja. Ja, damit war es Tag 13 bis 15. Wir machen jetzt immer 3 Tage. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder bei Don't Starve. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.